Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls mit meinem Barbar. Zum zweiten Teil. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen nochmal schnell so ein schönes Portal. Ich wollte noch ein bisschen leveln hier. Gucken wir mal die Uhr an. Müssen wir mal schreien hier. Zack, zack, komm, gibt alles. Klatschen wir uns mal wieder hier durch. Lalalala, ich freue mich. Ich brauche auf jeden Fall viele, viele Level. Bald würde ich dann sagen, gehen wir mal mit ein paar anderen noch schön in die Schlacht. Umso schneller geht es hier mit dem Gold und mit den Leveln natürlich aufwärts. Ja, dann prügeln wir uns mal eben ganz schnell hier fleißig durch. Komm, ich brauche Gold. Boden sind aktiviert. Ja, ich muss meine Gegenstände am Boden immer aktivieren, dann sehe ich immer, wo was Schönes liegt. So, meine Damen und Herren, was haben wir denn hier Schönes? Da, 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 da. Wir hier durchprügeln. Bam, schön mit dem Hammer, mit der Keule am Kopf hier. 10 Millionen Schaden, so mag ich das. Ja, ihr seht schon wieder richtig viel Gold hier. Wir haben jetzt mittlerweile 114 Millionen. Boah. Gottes Willen, ey. Hätte ich mal so viel. Das wäre schon schön, ja. So, wenn wir mal weiter Gold sammeln, hier kommen ja alles kaputt machen. Meine schönen Urahnen hier, die hauen natürlich wieder mit hier. Jungs, macht mal was. Ich will mich ein bisschen erholen. Ich schreie noch ein bisschen um hier. Und rucki zucki geht's hier. 6% läuft. Ach ja, es könnte mal wieder ein bisschen mehr Gegner kommen hier. Das ist ja immer drei Stück. Die fallen hier um. Na komm. Kopf abgeschlagen, da fliegt er weg. Richtig cool. So. Ja, danach werden wir mal auf. Ich muss auf jeden Fall die großen von den Portalen noch weitermachen, weil ich brauche meine Edelsteine, die müssen mal stärker werden. Da werde ich dann mit mehreren im Angriff nehmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, damit ich erstmal noch mehr Gold bekomme und mein Gift noch ein bisschen besser hier. Und meine schönen, tollen Freunde hier, meine Urahn noch mehr Schaden anrichten. So, dann haben wir ein paar Champions hier. Die haben wir mal ganz schnell weg hier. Ich mache meinen Hammer an, ich bleibe einfach stehen hier. Schreibe noch ein bisschen rum. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Das Gelbe braucht keiner. So viel Schrott schon und wieder 85.000 eben verdient. Aufseher wurde getötet. Ja, so ist das. Ich töte sie alle. Ich habe keine Chance. So, schlagen wir mal drauf hier. Zack, zack. So gefällt mir das. Dann machen wir mal wieder hier. Schreien wir rum. Heile, heile, die Tür verspätet sich. Wir wollen aber sehen, wenn wir alles kaputt schlagen. Ach, Diablo ist so schön. Gemütliches Spiel. Man kann mit der Maus ein paar Tasten und schon geht man hier durch. Nicht viel Anstrengung. Oh, ein Goldener. Na, was willst du? Der beschwört wieder so kleine. Oh, Arkan, ja. Arkan ist doch immer wieder herrlich. Keiner braucht es. Alle wollen es. Hey, ich hau ab. Aber es sieht geil aus, ne, mit diesem Neon. So. Mal drauf. Die Alfred wieder. Komm, Alfred, stirb. Danke. So, ich reiche natürlich wieder ganz viel aus hier. Habe ich schon gesagt, mein Barbar ist ein Verstörer. Stirb. Hau dich mit dem Hammer. 11 Millionen, ja. Zack. Und wir gehen in den nächsten Raum hier, in die nächste Etage. Und wo sind wir jetzt gelandet? Na, das ist der Keller hier. Irgendwann mal so ein Fettsack von oben auf. Ich glaube, den merkt, das kann hier hier krabbeln und schreit, oh, könnt ihr gar nichts. Und dann müssen wir die Geister befreien hier. Ja, aber nicht jetzt. So, jetzt haben wir erstmal drauf. Komm, stirb jetzt endlich da. Mann, ich habe den Hammer aktiviert hier, den Berserker-Hammer. Jetzt ich will, dass ihr alle sterbt. Der Mörser ist auch sehr böse. Und von beiden, wenn man da wegläuft, schießen einen so viele Kilometer hinterher. Und das macht ganz schön Schaden. Ah, da haben wir noch. Ich könnte mal wieder so einen geilen Schrein gebrauchen, der hier ordentlich Verbindung oder sowas. Schaden austeilen oder so. Verdammt, mehr Schaden machen. Ah, der macht einen Kristall, ich sehe jetzt da. Oder auch, der macht einen Schaden. Aber wenn ich auch schön in die Masse schlagen kann, halte ich natürlich noch mehr. Und meine Freunde hier, die sind unerschöpflich kloppen. Ja, wir nehmen den Atem des Todes mit. Sag euch, das nimmt immer Ressourcen mit ohne Ende, weil ihr könnt so viel bauen noch. Ich hab damals mal auf einmal, musste ich 50 Mal, musste ich da umbauen und dann so viel Gold
so viel Ressourcen weg, dann könnte er wieder stundenlang suchen. Deswegen lieber doch alles mitnehmen. So, was jetzt wichtig ist, damit ihr auch immer was zum Bauen da habt. Aber wenn ihr mal craften wollt und nichts da habt, oh, dann ärgert ihr euch, weil dann müsst ihr mal warten, bis ihr dann diese Waffe oder den Gegenstand benutzen könnt. Das ist natürlich nicht so schön. Da will man ja lieber, wenn man so einen hat, sofort sagen können, yeah, ich hab ihn jetzt. Und dann kann man damit rumprügeln, wie erst noch stundenlang irgendwelche Ressourcen gibt. Zum Beispiel hier die weißen Gegenstände, Materialien da, die sind eigentlich auch wichtig für manche Teile zum Bauen. Deswegen nehmen wir mal mit. Kostet nichts, Platz habe ich genug, also immer rein da. So, hier, boah, mit einem Schlag zerplatzt, genauso. Habe ich den mit der Keule voll einverbraten hier. So. Direkt einen drauf, hier kommt ein dicker fetter Sack, was los mit dir? Hau man jetzt erstmal direkt jetzt. So, zieh ich an. Der Monster könnte doch gar nichts. Einfach nix. Komplett sagt, boah, wo die zerplatzen. Herrlich sieht das aus, ja. Gefällt. Platsch. Hab den dicken Vorschlag nochmal dabei. Kein Problem. Kriegt alle was davon. Uranhammerkeule. Zack, boah, wirklich. Boah, schon wieder Elite. Jetzt mach ich nochmal der Berserker an. Jetzt wird's langsam voll hier. Oh, mal Krieg schreien. Komm, hau drauf hier, ich will sehen, wie jetzt das platzt alle zusammen. Oh, die stehen Gift. Macht nix, der hat ein Schild. Und ja, macht nix, auch kaputt schlagen. So, den hauen wir auch weg. Ich sag euch, ich bin sehr gut. So, nehmen wir es geschaut. Sehr schön. Haben wir auch noch weg. Dicken Fetzen. Gibt auch welche, da kommen noch so Würmer raus. Ich könnte damit den auch nochmal richtig verprügeln hier. Platzen dann, dann kommt hier richtig der da raus. Da, ne, das ist nicht mehr vorher. Anderer Teil ist aber nicht gescheitert, das ist nicht mein. Der hat dann zwei dicke Keulen in der Hand, das ist aber ziemlich gut Blut. Das ist so. Ein imperialer Rubin, wunderschön, der glänzt und funkelt mich an. Zurich, ja. Alles auf 280 ausbauen. Und das ist schon mal ganz gut, wenn ich dann in der Art auch noch einfinde. So, wir haben uns hier sehr, sehr schön gefühlt, wie ihr seht. Da kommt wieder ein gelber. Macht nichts. Ein bisschen rumschreien hier. Ja, die fetten Typen hier, die ihr gerade hier sehen könnt, die ja schön vervielfältigen. Die halten sehr viel aus. Und das ist ärgerlich. Der ist ja gar nicht. Wenn ich die Alphabetlösen müssen hier, werde ich jetzt noch wegklatschen hier. Und nicht so ganz gut wegklatschen. Hab ich aber, glaube ich, komplett gut ausgesprochen. Super Saiyajin Baba 2 mit seinen grauen Haaren hier. Ich will töten. Toll, jetzt kommt keiner. Vielleicht ist er wieder vorbei. Und dann stehe ich so draufhauen hier. Oh. Digger, Fetter, Zack, stirb. Zack. Das hört sich gut an. Ja, dann haben wir hier nochmal ein paar drauf. So gefällt mir das. Immer drauf. Oh, Elite. Elite in Blau. Sehen auch schon wieder sehr gefährlich aus. Deswegen schrei ich erstmal. Aber ihr seht schon, die Lebensenergie von mir ganz voll, von denen ganz runter. Keine Chance hier. So, da unten ist wieder in den nächsten Gang, den wollen wir töten. Wir lassen da nichts zurück. Trotz. Schockierender Stamm, mächtiger Zirkel. Ja, mit so einem mächtigen Zirkel habe ich damals in der Schule auch gekämpft. Ja, die haben nochmal gesagt, na, hast du einen mächtigen Zirkel dabei? Ich sag, toll. Dann habe ich ein paar Kreise gezeichnet und habe ihn wieder weggelegt. Ne? Und das nehmen wir auch noch mit. Okay, gehen wir mal weiter hier. Ich will in den nächsten Keller. Was haben wir jetzt? Wahnsinnszuflucht 3. Oh, die Zuflucht in Diablo 2, die war geil. Da war ich so oft drin. Das war noch Zeit, ne? Und jetzt. So. Ne, das Spiel war schon legendär, auf jeden Fall. Aber die haben Diablo 3 haben sie echt gut gemacht, kann man nicht sagen. Am Anfang war es ein bisschen komisch, aber jetzt mittlerweile ist es ganz, ganz gut. So, ich werde hier rumteleportieren, rumgeschmissen, wie bei sie auch nicht. Deswegen verwandle mich jetzt mal eben schnell. Oh, das ist kaputt hier.
Und dann geht es mir auch wieder ein bisschen besser. Immer schön alles einsammeln, was ihr hier an Kugeln findet. Macht euch ein bisschen stärker. Und wie ihr seht, 97%. Und noch ein schöner Stein. Ein grüner. Hat er auch gebrochen, denn immer in die Waffe kommt immer ein grüner Stein. Macht am meisten Schaden. So, ich schreie nochmal. Dann haben wir sofort hinten hier und meine Wut steigt ohne unterbrochen. So, jetzt müsste gleich King Kong Bundy kommen. Ne? Kann nicht sein, da kommt er schon. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Ja, genau. Eigentlich habe ich ihn aufgespürt, aber. Ist kein Problem, wenn er. Da kommt er angezappelt, wenn ich mal wegklatschen kann. Unsterblicher König. Dumm, hau rein. Ja, meine Hobby-Jungs hier, die hauen drauf. Ich meine, ich könnte hier heute spannend hinter rumlaufen. Ihr seht schon, die Lebensenergie von der Binderin geht weg. Aber, naja, was soll der Geiz? Ich habe einen Armer dabei, ich hau drauf. Ich aufladen noch, ich reiche das Ding mal an. Und dann gebe ich ihm eine. Ah, so gefällt mir das. Komm, hau drauf. Ja. Unerschrockene Souvenir. So mag ich die Souvenirs. Unerschrocken, so, immer noch mit Heilung. Ja, ihr könnt auch eure Gefährten immer selber heilen, wenn ihr irgendwie so Heilkugeln einsammelt oder Brunnen. Nehme ich noch das mit. Und das hier. Sehr schön. Da gibt ihm, haut drauf. Ich hau die um. Ja. Ja, eiskalt gekillt. So, was hat man denn da? Ich hab's gerade gesehen. Ein paar Blutsplitter, Kristalle, mein Rubin. Zwei Rubine, die ich brauche. Teile und eine Kugel. Und das nehmen wir auch noch mit. Ja, dann werden wir mal schnell wieder rausgehen hier. Ich muss zurückkehren. Wollten wir uns mal in die Big City. Dann werden wir mal eben schnell alles verkaufen. Kann alles gebrauchen. Ich brauche alles. So, ab zum Schmied. Schmied. Habe ich irgendwas Legendäres gefunden? Nö, warum auch? Brauchen wir nicht. So, Teile verbauen hier. So, können wir noch mal Steine da reinlegen. Hab von jedem mehr als genug. 118 Millionen. Ich schreie nochmal Spaß. So, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir auf jeden Fall mal ein großes. Ich könnte nämlich mal Steine gebrauchen. Ein guter. Verbesserung wieder. Mal schauen, wie hoch ich komme. Nur ein paar Sekunden kriege ich dann noch. Jetzt gehen wir nochmal zu Gardala. Ey, was hast du denn? Ich habe 71. Mach mal ein Gürtel. Das ist zu teuer. Nur Quatsch wieder dabei. Quatsch. Naja, aber auch zu wenig Kraft. Da muss man schon mit 300, 400 dahin. Wie geht's? Damit man dann 8, 7 schöne gelbe Gegenstände bekommt. Mehr nicht. Hat alles immer im Moment sehr sparsam. Ja, ich habe hier interessante, schöne Sachen. Da wird natürlich mehr Schaden reinhauen hier. Aber ich brauche natürlich Aufsammeln von Goldgewert Erfahrung. Deswegen guckt euch die schönen Waffen. Die werde ich noch mit einem Ramadans Gabe versehen. 28. Schlüsselsteine habe ich der Prüfung. Das bedeutet, da können wir auf jeden Fall noch ordentliche Portale machen und meine Steine aufwerten. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Edelstein Stufe 6 und hier habe ich Stufe 9. Das ist einfach noch zu wenig. Das ist ja Kindergeburtstag. So, können wir eigentlich noch irgendwie einen Stein aufwerten. Ihr seid mit dabei. Ich schreibe mal ein bisschen die Handwerker an hier. Vielleicht arbeiten die dann besser. Ich schrei dich an. So, ein Imperial Rubine. Schön. Makellosen Rubin, Diamant. Aber ich habe wieder gesagt, noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Oh Mann. Unglaublich. Na gut, ich packe die eben rein hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Da wird dann richtig gemetzelt hier. Weil dann will ich meinen Schlüsselstein aufwerten hier, meinen Edelstein. Müssen wir ein paar Runs machen, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.